hier ist alles schon gebaut. Sehr gut. Jetzt ist er natürlich ein bisschen doof, weil wir jetzt drauf warten müssen. Das ärgert mich ein bisschen. Alter, Stahl ist schon wieder durch. Alter, wie schnell die Produktion ist, ne? Holy shit. Und das war diese kleine Kackfabrik hier. Das ist eigentlich perfekt. Dann habe ich mich jetzt eigentlich einen guten Punkt, um ein Thema zu erzählen. Und zwar, ich habe ja schon vor ein paar Folgen mal so angesprochen, ich habe so ein paar Kinderserien-Intros, ja? Ich hatte die mal gesammelt. Ich habe da letztes Jahr für meine Familie zu Weihnachten, ich mache immer ein Video für meine Familie, das, was wir uns zusammen angucken, wo irgendwie Quizze drin sind, wie, so ein Rückblick oder irgendwas. Ich habe da irgendwie Spaß dran. Ja, so generell Videos machen mir einfach eine Menge Spaß. Und die finden das auch immer ziemlich geil, was da rauskommt. Und da habe ich mal einmal so dieses Quiz gemacht mit Kinderserien. Von 70ern bis heute. Alles so Kinderserien-Intros. Einfach mal so zum Raten und so weiter. Und das ist echt krass. Das sind übrigens alle neuen Lieder. Ich mache mir eben die Playlist wieder an. Ist echt krass, wie viele es gibt. Und dann habe ich mal so angefangen, eine Liste dafür zu erstellen. Und da sind auch auf YouTube ganz viele Playlists zu. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele fucking Kinderserien ihr schon mal geguckt habt in eurem Leben oder kennt. Wo man sich einfach nur denkt, ach ja stimmt, das gibt's ja auch noch, da gab's mal. Das ist echt heftig. Und zwar will ich jetzt mal so ein bisschen was so nach und nach vorzählen hier. Und ihr könnt euch mal selber ehrlich zu euch sein, ob ihr die kanntet oder nicht. Weil ich wette mit euch, da sind sehr viele neue für euch bei. Also nicht neue, bekannte meine ich natürlich, lol, Entschuldigung. Sehr viele Sachen, wo ihr sagt, boah, krass, das kenne ich sogar noch. Oder sowas wie, oh yo, stimmt, die gibt's ja auch noch. Also mir hat es auf jeden Fall echt wirklich, ich fand's heftig, wenn ich, also gesehen habe, wie viel es eigentlich ist. Was man dann irgendwie mal gehört oder gesehen hat, wo man sich einfach nur denkt, ey, Alter, was? Ich hab gar nicht mehr dran gedacht. Das ist schon echt cool. Ey, wir kommen jetzt hier aber echt gut näher. Alter, wie viele Materialien das sind. Ist das krank? Und zwar fange ich aber mal an mit Pinocchio. So ist Zauberschrank. Kim Possible. Jimmy Neutron. LazyTown. SpongeBob Schwammkopf. DuckTales. Oder sowas wie Auschwarte. Cosmo und Wanda. Die Gummibärenbande. Henry der Schreckliche. What's New Scooby-Doo? Mona der Vampir. Oder einfach so richtig legendäre Klassiker, sowas wie Biene Maya zum Beispiel. Familie Feuerstein, die Dinos. Jim Knopf generell so einfach wie mit, oder Sandmann auch sowas. Weißt du, selbst die Sandmann-Melodie. Weißt du, so Sandmann, lieber Sandmann. Wer kennt das nicht? Weißt du, ich meine so, es ist echt krass. Oder sowas wie Art Attack. Boah, damals habe ich das immer geguckt, wollte ich immer nachbasteln, nie gemacht. Danny Phantom. Der Bär im großen blauen Haus. Boah, Junge, sowas ist halt auch, ne? Seit gefühlt Jahrhunderten nicht mehr gehört. Das ist echt krass. Weil es sind auch teilweise Serien, die liefen irgendwie nur so für 10, 20 Folgen. Dann denkst du so, ja, ich kenne die, aber irgendwie habe ich gedacht, der hätte mehr Folgen gehabt. Das ist bei mir so vielen Serien ist mir das passiert. Da guckst du dann richtig doof aus der Wäsche, wenn du siehst, wie wenig es eigentlich ist. Ich mach mal nochmal einen doch mal schneller, vielleicht hilft es ja doch irgendwie, ich weiß es nicht, gefühlt. Dann schon ein bisschen. Oder sowas wie Die Abenteuer des jungen Marco Polo. Ja, okay, gut, das will ich jetzt nicht wirklich, keine Ahnung. Aber sowas wie Tim Thaler, ja, Tim Thaler, Alter, ohne Witz. Ich habe das viel geguckt tatsächlich und wisst ihr, was ich echt extrem witzig finde? Also für die, die Tim Thaler nicht kennen, ja, das ist ein Junge, der in, ohne zu viel zu sagen dazu jetzt, aber so als Kurzfassung, er gewinnt jede Wette. Aber hat dafür sein Lachen weggegeben. Das heißt, er kann nicht lachen, aber er gewinnt jede Wette. Und das Krasse ist, da gibt es auch eine Echtverfilmung zu. Die haben meine Eltern mal gekauft damals so und wir haben die erstmal mit der ganzen Familie zusammen geguckt. Ist schon ein Stück her jetzt, ja? Und ich habe mir in der Serie immer schon gedacht, das wäre eigentlich zu einfach. Aber wisst ihr, wie der das Lachen zurückbekommen hat? Jetzt übrigens ganz kurz ein kleiner Spoiler. Der Spoiler ist dann zu Ende, wenn ich hier den Stromdings anklicke. Deswegen jetzt weghören. Der Spoiler ist nämlich, der kriegt das Lachen einfach wieder, indem er den Typen sagt, ich wette mit dir, ich kann wieder lachen. Wo du einfach nur denkst, Junge, dein Ernst?
Das war echt so simpel? Du musstest... Das war der Clou? Ernsthaft? Da fühlt man sich so ein bisschen verarscht. Aber trotzdem ist es eine sehr coole Serie. So, das war jetzt ein Spoiler-Ende-Markierung. Und zwar, gehen wir weiter. Hier, das habe ich nie geguckt, aber ich kenne es zumindest. Chiro, das Geheimnis. Und ja, keine Ahnung, was das sein soll. Weiß ich nicht. Oder Jacob Tutu. Mhm. Das Intro von American Dragon. American Dragon ist auch eine coole Serie gewesen. Da habe ich immer Spaß dran gehabt. Was es da alles gibt, Junge, ohne Scheiß. Ist so brutal. Oder Momo, Simsalabim, Sabrina. Boah, Sabrina fand ich auch mal ganz cool eigentlich, tatsächlich. Oder kannt ihr noch so, oder jeder kennt solche bestimmt, diese Möchtegern-Proleten, die sich dann immer sagen, das sind 20 Serien für Weiber gewesen. Ja, die haben auch irgendwie gefühlt immer versucht, sich irgendwo männlich zu fühlen und im Endeffekt nie auch nur irgendwas geschissen gekriegt. Also ganz ehrlich, ich finde das so witzig. In der Schulzeit, wie schlimm das eigentlich für einen war. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns im Schwimmunterricht, ja? Ich fand Schwimmunterricht in der Schule grauenhaft. Warum? Weil die Umkleidekabinen so gemixt waren, ja? Das war halt so eine Sammelumkleide. Das heißt natürlich nicht weiblich und männlich zusammen, das wäre ja noch krasser gewesen, ja? Nee, aber ich meine halt, alle Jungs in einer Umkleide und alle Mädels in einer Umkleide, ja? Alles eigentlich normal, sag ich mal. Ist ja auch soweit nicht schlimm, ne? Juckt mich nicht. Aber kennt ihr diese pubertären Vollidioten, die sich dann über jeden kleinsten Scheißdreck amüsieren, so. Der zieht sich die Unterhose aus. Wo ich mir immer denke, Junge, Alter. Wie alt bist du? 5? Zur Information, zu dem Zeitpunkt hatten wir 9. Klasse, 10. Klasse. Schwimmunterricht hatten wir zwar auch schon seit der gefühlt 5., glaube ich, war das. Aber witzigerweise war es in der 5., 6. und 7. noch humaner als danach. Weil die dann erst alle so in diese Zeit kamen. Es war so grauenhaft, ne? Wie lächerlich die sich gemacht haben. Also, keine Ahnung. Vor allem, wenn sie sich dann über andere lustig machen, weißt du so. Warum auch? Also am geilsten fand ich ja noch, also pass auf, das Allerbeste daran finde ich ja immer noch, wenn da so Leute bei waren, die gar keinen Plan in irgendeiner Weise von Biologie haben, aber dann meinen, einen auf dicken Macker zu machen und einem da irgendwie versuchen, über was, ich sag mal, aufzuklären, indem sie sich witzig machen. Beispiel, ja? Du bist... Ja, also in der Umkleide zum Beispiel, so beim Umziehen im Schwimmunterricht. Du hast ja voll den Kleinen. Also jetzt nicht zu mir so, ja? Ich meine, auch wenn es jetzt vielleicht wie eine Ausrede klingt, ist mir auch scheißegal, was die anderen denken da. Aber das haben die halt regelmäßig gemacht, ja? Oder Handtuch weggezogen. Oder irgendwie, keine Ahnung, versucht Hose runterzuziehen. So, was man eigentlich schon im amerikanischen Film dachte, dass das total lächerlich dargestellt wird, das gab es halt wirklich in den Schulen teilweise. Wo man sich denkt, so, Alter, wie kindisch. Weißt du? Und selber sitzen sie dann da. Heute. Und sind schon ziemliche Versager geworden. Und das finde ich immer ein bisschen witzig. Wenn du mal so anguckst, was aus den ganzen Leuten geworden ist. Und was aus den, ich sag mal, teilweise schüchternen, teilweise, ich sag mal, normaleren Leuten oder auch mal vielleicht, ich sag mal, in Anführungszeichen netteren Leuten passiert ist. Was da so, also was da draus geworden ist, Alter. Ich bin jetzt ja noch nicht so lange aus der Schule raus. Ich bin jetzt 24, ja? Und meinen Schulabschluss habe ich logischerweise mit 16 gemacht. Das heißt, der ist jetzt 8 Jahre her. Oder sogar 8,5 mittlerweile, weil wir haben jetzt ja Februar. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie die in der Schulzeit waren und jetzt sehe, was jetzt mit denen ist, da denke ich mir teilweise wirklich so, holy shit, Junge, wo bist du falsch abgebogen? Weißt du, in der Schulzeit zum Beispiel, ich sag euch mal ganz kurz so, wir hatten, knapp 20 Schüler. Mal mehr, mal weniger, ja? Eine zum Beispiel hat eine Schule schon, die war in der Schulzeit, wurde die gehänselt, weil sie... Nee, pass auf, ich gehe noch weiter zurück, ja? Noch weiter zurück, in die 5., 6. Klasse so. Da hatten wir eine Schulkameradin so gehabt in der Klasse, die dachte, das ist eine Schülerin, die meinte... bei irgendeinem Vortrag, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, ich habe irgendwas im Deutschunterricht oder so, mussten wir irgendwas mit Hobbys machen. Und hat die gesagt, die guckt gerne Animes. Jetzt müsst ihr euch mal bitte da nochmal
vor Augen halten, ja. Fünfte Klasse. Wie alt man dann nochmal war, ja. Ihr könnt jetzt selber rechnen. Sechste Klasse eingeschult. 7-2, 8-3, 9-4. Fünfte Klasse ist also 10 Jahre alt. Ja, ungefähr. So knapp. Und wenn alle 10 sind, und die sagt so, die guckt gerne Animes. Wir hatten da 2006, 7. Also, ist noch nicht so, ich sag mal, das gleiche wie auch mit YouTube oder sowas. Ist das ja auch erst, oder auch generell Spiele, ein bisschen später akzeptiert worden. Ja? Ich denke mal, das werden wir wahrscheinlich richtig, richtig viele kennen. So, bis zur 8., 9. war Gaming oder generell, wenn man Spiele spielt, immer so als kindisch und lächerlich abgestempelt. Und als unreif und was weiß ich nicht für Sachen. Und heute ist das extrem normal und alle quatschen so drüber. Finde ich ein bisschen so diese Entwicklung ganz witzig. Aber was ich daran halt extrem krass finde, ist die Musik eigentlich lauter geworden, muss als Frage? Nee. Ist nur ab und zu irgendwie ein Lied. Egal. Aber was ich halt extrem krass finde, ist halt, da war die Schülerin, die gesagt hat, die guckt gerne Animes. Ja? Die guckt gerne Animes. Das war's. Mehr nicht. Und wurde dafür dann 2 Jahre lang gehänselt. Immer aufgezogen. Die haben da Radiergummis weggenommen, haben die versteckt, kaputt gemacht, haben ihre Tasche weggenommen, durch die Gegend geworfen, Stifte weggenommen. Und die einzige Begründung ist nur, weil sie so ein Opfer ist, weil sie guckt Animes. Wisst ihr, was mich bis heute ärgert? Ich hab auch immer Animes geguckt. Bis heute noch. Eins der geilsten Mediums. Medium. Ohne Witz, also One Piece, beste Anime überhaupt, meiner Meinung nach. Detective Conan ist, würde ich sagen, teilt sich im Platz 1, weil beide einfach nur legendär sind. Aber One Piece hat einfach nochmal einen dickeren, festeren Platz im Herzen. Aber auch jetzt im Januar habe ich eine Serie gefunden. Ich gucke immer auf Crunchyroll zum Beispiel. Habe ich eine Serie gefunden. Alter, die ist ja mal übertrieben geil. Die Serie nennt sich World Trigger. Oder Trigger World? Nee, World Trigger, glaube ich. Also Weltentrigger. Und da gibt es jetzt, glaube ich, knapp 100 Folgen von, in 3 verschiedenen Staffeln. Und das ist so eine geile Serie einfach. Ja, so Animes, bombastisch geil. Ja? Das Ding ist nur, denk bitte dran, da waren wir 10. Da war ich glücklich, wenn ich in der Schule meine Ruhe habe. Und habe zu Hause halt sehr gerne gezockt. Zu dem Zeitpunkt war das vor allem sehr viel RuneScape. Oder wie es andere immer genannt haben, Run Escape, was ich sehr witzig fand. Und mich dann für blöd halten, weil ich RuneScape sag, weißt du? Ja, ist egal. RuneScape ist ja heute immer noch sogar auf Twitch eins der bestlaufenden Spiele. Total krass eigentlich. Aber auch ein legendäres Spiel einfach. Und keine Ahnung, Animes, Serien, Filme, sowas geguckt. Dann irgendwann ein bisschen später kam sogar YouTube, aber da hab ich YouTube noch nicht wirklich geguckt, weil es war 2007, 2008. Ich bitte euch, wer da aktiv richtig viel YouTube geguckt, außer mal spaßige Videos zwischendurch. Aber das war wirklich so ein Nebending, weißt du? Aber ansonsten habe ich in dieser Schulzeit immer gedacht, dass die alle total dumm sind, weil sie die dafür fertig machen. Das Ding ist nur, man ist zu dem Zeitpunkt 10. Und wenn da so 5, 6 Leute auf einen draufhacken, wegen Animes. Jetzt mal ganz ehrlich, ja? Leute, seid wirklich mal zu euch selber ehrlich. Wer hat mit dem Alter von 10 sich getraut, dann da vor 5, 6 Leuten zu sagen, könnt ihr den nicht in Ruhe lassen, ihr seid alles voll Idioten. Oder irgendwas, die irgendwie in Schutz nehmen. Ohne Witz. Minimaler Bruchteil wird vielleicht sagen, ja, ich habe mich das getraut. Ein großer Bruchteil jetzt wird wahrscheinlich sagen, ja, safe hätte ich das gemacht. Dann habt ihr vergessen, wie ihr mit 10 wart. Sorry, aber keiner wird das machen. Mit einer wirklich mega geringen Ausnahme. Vielleicht. Und das finde ich halt so krass daran. Habe ich eigentlich genug mittlerweile? Oh, Leute, habe ich sogar schon. Sehr gut. Nee, das Ding ist halt... Oh Gott. Viel zu viel. Gott. Aber das Ding ist halt so, ich dachte mir so, boah, eigentlich müsstest du was sagen. Weil jemanden darüber zum, hier nett zu dir zu sein, wäre schon ganz cool, weil dir gut auch Animes, ey, bestes Interessengebiet so. Okay. Aber
jetzt mal ohne Witz, zu dem Zeitpunkt, wo ich 10 war, hat mich das andere Geschlecht nicht unbedingt interessiert. Ja? Wäre das heute so gewesen? Alter, Junge, safe, man, das wäre ja der absolute Hauptgewinn gewesen. Die zockt und hat das gleiche Interesse bei anderen Sachen, so wie Animes und so weiter, wo ich mir einfach nur dachte, Junge, heute wäre das ja absoluter Jackpot. Und teilweise ärgert man sich dann doch so ein bisschen darüber, weißt du, ich meine so, aber in dem Alter, Junge, da denkt man doch nicht daran. Da juckt dich das nicht. Also, auch wenn es hart klingt, aber da ist man halt dumm. Naja, kann mir auch keiner erzählen, dass es bei jedem anders war, also ganz ehrlich. Ja. Ne, auf jeden Fall, das war so in der Klasse, da hast du schon angefangen. Oder ich wurde zum Beispiel auch immer ganz gerne mal gehänselt, weil ich hatte immer so das Problem, dass ich generell, ich sag mal, spät wachse. Und ich dadurch halt immer der Kleinste in der Klasse war. Das ging sogar so weit, dass ich manchmal von Lehrern angesprochen wurde, ob ich eine Klasse übersprungen hätte. Falls ich mal, weil ich hatte oft die Schule gewechselt, weil wir öfter mal umgezogen sind. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn die Lehrer euch sogar schon ansprechen, hast du die Schule gewechselt, weil du siehst so jung aus. Und sogar die Lehrer sich dann darüber so ein bisschen witzig machen. Das ist härter, als wenn es irgendwie ein Mitschüler macht. Also ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ich denke mal, jeder hat schon mal irgendwie zumindest mitbekommen, wie es ist, wenn man da so ein bisschen gehänselt wird. Aber ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, wie es tatsächlich ist, wenn man wirklich runtergemacht wird. Ich glaube, das können sich wirklich die wenigsten vorstellen. Das ist echt übel. Und ja. So, jetzt sind wir wieder zurück in der 10. Klasse zum Beispiel, ja? Oder 9. 10. Klasse. Wir hatten eine Mitschülerin, die hatte einen Freund. Und kurz danach hat sie mit dem Schluss gemacht. Dann hat sie wieder einen Freund. Und zwar nur 2 Tage später. Und hat danach wieder mit dem Schluss gemacht. Dann hat sie noch einen Freund gehabt. Und das ging in einer Tour so weiter, dass sie die in der 9. Klasse ungelogen 17 Freunde gehabt. Also angeblich feste Freunde. Safe. Und jetzt kommt das Interessante. In der 10. Klasse war die nicht mehr da. Warum? Anfangs hat es keinen interessiert, weil man dachte, ja, die ist halt krank oder so, ne? Bis sich dann rausgestellt hat, nein, die ist zu Hause, weil die schwanger ist. Und jetzt stell dich mal vor, wie eine total dumme, pubertierende Klasse reagiert, wenn die Person, die so viele verschiedene Typen hatte, plötzlich schwanger ist. Und die Hälfte dieser Typen zufälligerweise in die gleiche oder Parallelklasse gehen. Ich sag mal so, das ist eine sehr asoziale Klasse gewesen. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist kein Witz jetzt, die haben tatsächlich, ich mach dafür jetzt mal ganz kurz Pause hier, die haben tatsächlich ein DIN A4 Blatt mit Hand beschrieben fertig gemacht, wo sie drauf geschrieben haben, dass sie die Bettmatratze namentlich genannt nicht mehr in ihrer Klasse haben möchten und vom Schulleiter verlangen, dass sie die Schule wechselt. Und das haben die dann der Klassenlehrerin abgegeben und dachten, das ist eine gute Idee und haben dafür Unterschriften in der ganzen Klasse und Parallelklasse gesammelt. Und das, man denkt sich jetzt, Alter, sind die dumm. Aber es kommt noch krasser. Die haben das nicht nur geschrieben, es haben fast alle unterschrieben. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das ist ein ganz anderes Level von Mobbing. Es haben aus, ich glaube, 4 Klassen fast alle unterschrieben. Dass die verlangen, dass sie die Schule wechseln muss. Weil sie die nicht da haben möchten. Weil sie schwanger ist. Jetzt mal ohne Witz. What the fuck? Also, das sind so Sachen, wo ich mir wirklich dachte immer, Alter, mit was für einer kernbehinderten Klasse habe ich das hier bitte zu tun? Also, ohne Scheiß. Das ist schon so ein heftiges Level von Dummheit einfach gewesen. Das kannst du nicht mehr betreffen. Also ich weiß nicht, also ich bin so froh, dass die Schulzeit zu Ende ist, ne? Oder auch so andere Sachen. Weißt du, wie gesagt, die Lehrer haben ja auch teilweise mitgemobbt, ja? Ich weiß nicht, so wenn ihr zu den Personen gehört, die niemals irgendwie sowas erlebt haben, ja? Dann wird es für euch wahrscheinlich eher lächerlich klingen. Aber ihr müsst euch wirklich mal vorstellen,
Wenn ein Lehrer einen mobbt und das vor der ganzen Klasse, es gibt in der Schulzeit nichts Schlimmeres. Mir ist es zum Beispiel so passiert, ich meine, irgendwann ging es dann so weit, dass es mich nicht mehr interessiert hat, ja? Ich bin ehrlich, ich war mittlerweile dann irgendwann so weit, dass ich wirklich gesagt habe, ey komm, drauf geschissen sind ehrlich voll die Spastis. Und mich hat es dann nicht mehr interessiert, ja? Aber das ging halt nicht allen so. Und wenn jetzt sowas ist, wie zum Beispiel im Sportunterricht, Sachen, die sehr unangenehm sind, wie zum Beispiel, ist die eine Person nicht so fit im Turn, ja? Und soll dann da vor der ganzen Klasse die Sache dann, weil ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wenn ihr halt so, wenn, müsst ihr euch vorstellen, der ist jetzt irgendwie ein Sportgerät. Oder irgendeine Sache, die wir lernen sollen. Volleyball, Basketball, irgendeinen Korb werfen, egal was. Und dann wird immer eine Person rausgesucht, die das doch bitte einmal nach Erklärung des Lehrers vorführt, vor der ganzen Klasse. Und der hat ausschließlich immer Leute drangenommen, die entweder ein bisschen dicklicher waren, sich nicht unbedingt dabei beteiligt haben, oder halt, denen das unangenehm ist. Selbstverständlich verstehe ich die Intention dahinter, weil er sagt, ey, die Leute, die jetzt im Sport nicht so toll dabei sind oder halt die Note nicht so gut ist oder sich nicht so beteiligen, die will er gerne mit ranziehen und denen das dann halt, ich sag mal, näher bringen, dass sie halt vielleicht mitmachen oder denen zeigt, ey, du kannst das oder denen halt hilft irgendwas. Könnte man jetzt meinen, daraus schlussfolgern. Das habe ich anfangs auch gedacht. Aber dann merkt man doch so gewisse Züge, wo man merkt, nein, das ist einfach nur ein Arschloch. Und das sind Sachen, wo ich mir wirklich dachte, holy shit, Alter. Das ist heftig. Beispiel. Ich musste mal an, wie heißen diese Dinger? Wie beschreibe ich denn das jetzt am besten? Wir hatten das beim Sportunterricht so, dass wir da wie so einen Kasten aufgebaut haben, oder diese ganz normalen Schiebekästen, die man hat, wo man auch drüber springen kann. Diese, die man auch so stapeln kann, ja, die, jeder kennt die. Wo die meistens so auf 4 oder 5 gestapelt sind. Da drüber diese Ringe, die von der Decke runterkommen, ja. Jetzt hatten wir das so gehabt, dass ich der Einzige in der Klasse bin, der Höhenangst hat. Und der Lehrer es für eine gute Idee hielt, mich aber bis zur Decke hochziehen zu wollen. Und da habe ich gesagt, nein. Und habe eine 6 bekommen, in dieser, weil wir haben das mal stundenweise bekommen. Und am Ende wurden alle Noten zusammengerechnet, daraus wurde der Durchschnitt gezogen, in Sport. Und er hat dann mir in dieser Stunde eine 6 gegeben, weil ich gesagt habe, nein, ich möchte das nicht machen. Und ich habe ihm sogar gesagt, nein, das mache ich nicht, ich habe Höhenangst. Und er meinte, das stell dich nicht so an, mach einfach. Und dann sagen so die anderen Schüler, jetzt stell dich nicht so an, mach doch einfach. Ey, du Opfer, ich muss doch nur nach oben ziehen. Weißt du, und das sind so Momente, wo ich mir denke, als Lehrer solltest du das dann eigentlich nicht mehr so. Also spätestens wenn die Schüler in deinem Unterricht zu einem anderen Schüler sagen, ey, mach doch mal die Opfer oder sonst irgendwas, solltest du als Lehrer meiner Meinung nach einschreiten. Aber nö, der denkt sich, nö, warum soll ich da was machen? Wisst ihr, wie ich das so meine? Das sind halt so Sachen, das macht man halt nicht, Alter. Wie dumm muss man sein? Finde ich auf jeden Fall schwierig. Naja, auf jeden Fall, so eine Schulzeit, ich bin so froh, dass ich da raus bin, ohne Witz. Die schlimmste Zeit, die man so irgendwie hatte. Und jeder, der meint, Schulzeit war die geilste Zeit, entweder Glück gehabt, mit einer wirklich guten Klasse mal zu sein, das ist aber ganz ehrlich, ohne Witz jetzt, ich habe schon viele Leute kennengelernt, also wirklich viele, in verschiedensten Firmen, in verschiedensten Bereichen, ob in der Produktion oder einfach nur in der Ausbildung, jetzt im Studium, ich war schon in wirklich vielen Bereichen jetzt. Mal als Teamleiter, mal, ach nicht als Teamleiter, mal als, wobei doch Teamleiter einmal, aber nur eine kurze Zeit, mal als, das ist schon ein bisschen länger, als Schichtleiter, als normaler Mithelfer, als Lagerist habe ich mal kurzzeitig gearbeitet, meine Ausbildung habe ich gehabt, da halt Berufsschule auch, was sowieso ein anderes Klima war. Jetzt im Studium, man lernt halt wirklich, wirklich viele verschiedene Leute kennen. Dann übers Internet immer wieder sowas und in den ganzen verschiedensten Bereichen. Ist es echt faszinierend, wenn man nochmal darauf achtet, wie die Leute sich verhalten. Auch so auf verschiedensten Messen oder sowas, ne? Das Verhalten ist immer unterschiedlich. Und wisst ihr, wo ich bis jetzt mit Abstand das beste Verhalten kennengelernt habe? Und das finde ich faszinierend. Das mit Abstand beste Verhalten war auf der Gamescom. Auf der Gamescom war gefühlt jeder freundlich. Jeder. Egal, ob du einen Cosplayer ansprichst, egal, ob du irgendeinen anderen
Gamer ansprichst, egal ob du irgendwen in der Warteschlange ansprichst, vielleicht in der Security sind ein, zwei Idioten bei. Das kann sein. Aber ansonsten war jeder freundlich. Ohne Scheiß, du gehst in der, keine Ahnung, was weiß ich, ich würde Gamescom, irgendwo hin, ja, in irgendeiner Warteschlange und fragst jemanden, keine Ahnung, kannst du mal ein Foto von uns machen, kannst du mal irgendwie das machen, wo geht's hier lang? Oder fragst du irgendeine dumme Frage wie, ey, weißt du vielleicht, wo das Spiel ist? Oder er steht gerade für irgendwas an, bei irgendwas mit Sony und du fragst ihn, ey, warst du bei dem Spiel schon drin? Ey, wie war das da? Irgendein normaler Smalltalk, ist egal was. Ich habe es noch nie gehabt auf der Gamescom, dass irgendeiner negativ oder abweisend war. Die waren alle freundlich oder haben irgendwie geholfen. Alle. Das ist krass. Das gleiche habe ich fast auf dem gleichen Level auf der Dokumi erlebt. Dokumi, für die, die es nicht wissen, ist, ja, ich würde sagen, eine Anime-Cosplay-Messe. Bei weitem nicht so groß wie die Gamescom, aber trotzdem schon recht groß. Und da war es halt so, in dieser Messe, da laufen im Vergleich zu Gamescom nicht mehr, aber trotzdem halt prozentual mehr Cosplayer rum, ja? Da die Gamescom so groß ist, verteilen die sich viel besser und die fallen zwar auf, aber sind halt gefühlt seltener als auf der Dokumi. Auf der Dokumi hast du gefühlt an jeder zweiten Person irgendein Cosplay zu sehen. Aber dafür sind es halt auch zahlenmäßig deutlich weniger Leute. Ja, so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Aber, und das finde ich halt immer noch so krass, da war das mit den Cosplayern ein kleines bisschen anders vom Verhalten her. Die zum Beispiel waren immer so, du hast dann beispielsweise irgendein Cosplay, was du richtig geil fandest. Und da willst du ein Foto von machen. Dann fragst du auf der Gamescom die Person, ey, kann ich ein Foto machen? Zum Beispiel fand ich da damals, das waren so zwei Mädels, die hatten, das war glaube ich 2013 oder so, da war ich mit meinem, oder 2012, 12 oder 3, nee, 12 war das, 12, genau, 2012, da war ich 15, 16 Jahre alt, ja, da bin ich dann mit meinem Vater zusammen zu Gamescom gegangen, zu dem Zeitpunkt halt gerade, glaube ich, das erste Mal ein blaues Bändchen oder habe ich noch das grüne gehabt, ich weiß es nicht mehr genau, 15, 16 halt. Und da waren zwei Cosplayerinnen, die hatten in League of Legends zwei Charaktere nachgemacht. Und zwar, ich glaube, es war Katharina und Irelia, glaube ich. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt für Katharina noch, ich glaube, das war ganz neu da, der Skin hier zu Halloween war das, glaube ich, mit dieser Kitty Cat Katharina. Das war halt einfach krass, ja? Und ich als 15-, 16-Jähriger habe die da gesehen, dachte mir so, Alter, die sieht ja original aus wie im Spiel. Übel das geile Cosplay. Da würde ich gerne mal kurz ein Wörtchen mit dir reden. Oder nicht reden, oder zumindest ein Foto, ja? Und da bin ich halt hingegangen und hab ja auch dann kurz so gefragt, so Cosplay und so weiter. Ich war zu deinem Zeitpunkt, hat mich das mega interessiert. Hab auch nett reagiert und so weiter, auch normal gequatscht, alles ganz cool. Und hab ich gefragt, ey, kann ich ein Foto mit euch machen, ne? Hab meinen Vater uns fotografiert und ja, ich hab halt dann eine links, eine rechts gehabt und die wollten auch so, weil es war fürs Foto cooler, dass ich halt einen Arm um beide lege. War voll geil, ja? Foto sieht auch richtig cool aus. Nette Begegnung, danach sagt man Tschüss, geht weiter. Ja, cool. Natürlich gibt's auch Idioten, die machen dann Fotos von den Cosplayern ohne zu fragen. Und macht das bitte nicht, das ist nämlich eigentlich eine ziemlich schlechte Sache. Am besten immer fragen. Die haben meistens nichts dagegen, aber so heimlich Fotos machen ist schon sehr dumm oder unangenehm, ja. Und jetzt mal im Vergleich von der Dokumi. Da sind die zwar meistens auch dabei, dass die Fotos machen, aber da ist mir halt zumindest eins mal aufgefallen, wenn du das irgendwie fragst. Wag es dich und fass die irgendwie an. Das schöne Cosplay kannst du doch nicht anfassen. Ja, sorry, ich meine, klar, es gibt natürlich Leute, die gehen da jetzt irgendwie total unordentlich mit um. Aber direkt, also jetzt, wenn die sagen, ey, bitte nicht anfassen, das meine ich nicht, ja? Ich meine das zum Beispiel, wenn du irgendwie hingehst und irgendein Foto machen willst, wie, und zum Beispiel jetzt irgendwie, oh lol, mir fällt gerade auf, hier sind Rohre, und jetzt zum Beispiel irgendwie sagst, ey, ich würde jetzt gerne ein Foto mit dir machen, kann ich irgendwie vielleicht meinen Arm dabei um dich rumlegen, ja? Wenn die jetzt irgendwie normal sagen, ey, nee, bitte nicht, weil das hier ist zum Beispiel irgendwie aus dem Schaumstoff und bevor es irgendwie kaputt geht oder so, oder es zerdrückt wird, mach mal bitte nicht, oder irgendwas. Oder einfach nur sagen, nein oder so. Das ist ja voll fein, ja? Kann ja jeder so selber entstimmen. Kann ja auch sein, dass es wirklich ein bisschen empfindlich ist. Alles in Ordnung, ja? Alles cool. Aber da gibt es so einige Leute, die dann irgendwie sagen,
Habe ich auch schon kennengelernt. Was fällt dir ein? Sag mir, bist du bescheuert? Natürlich nicht. Ja, weiß ich nicht. So eine Reaktion muss meiner Meinung nach nicht sein. Und das habe ich halt öfter so gehabt.